Schadstoffausstoß erheblich vermindern. Zu den Abgasen kommt das Verdunsten des Benzins. Es erfolgt am Motor, an den Benzinleitungen und am Tank, beim Betrieb ebenso wie im Stand. Durch Verdunsten gehen im Verlauf eines Jahres je Fahrzeug rund 7 Liter Benzin verloren. Die freigesetzten Benzindämpfe belasten die Umwelt und enthalten außerdem das giftige, krebserzeugende Benzol. In vielen Großstädten, wie in der besonders belasteten Münchner Innenstadt, werden Benzol-Spitzenwerte festgestellt. Im Umweltschutzreferat der Stadt betrachtet man vor allem die Tankstellen als Benzol-Hochburgen. Um zu verhindern, dass schädliche Benzindämpfe weiterhin entweichen, könnten künftig für alle Tanksäulen spezielle Zapfpistolen mit Gasrückführung vorgeschrieben werden. An dieser Versuchsstation sammelt man Erfahrungen mit der sogenannten Gaspendelung. Doch der eingesetzte Saugrüssel ist schwierig zu handhaben. Nicht alle Tankeinfüllstutzen eignen sich für dieses System. Verschleiß und Reparaturbedürftigkeit sind deutlich erkennbar. In den Vereinigten Staaten machte man ähnliche Erfahrungen. Schlechter Wirkungsgrad wegen undichter Manschetten, schwierige Handhabung und hoher Wartungsaufwand. Häufig sind Bedienungsfehler zu beobachten. In den USA wird daher erwogen, einen Aktivkohlefilter gegen Benzindämpfe für Pkw vorzuschreiben. Ein sogenannter großer Kohlekanister soll dann alle Kohlenwasserstoffdämpfe, die beim Betanken oder im Betrieb entstehen, auffangen und dem Motor zuführen. Der Wirkungsgrad liegt bei 90%, das System ist wartungsfrei. Die Kosten eines solchen Behälters werden auf etwa 100 D-Mark geschätzt. Der Autofahrer spart Benzin, weil nichts mehr verdunstet. Auch ein kleiner Kohlefilter, der bei einigen Katalysatorfahrzeugen schon serienmäßig eingebaut wird, hält Benzindämpfe zurück. Die Gasrückführung an Tankstellen erfasst nur den kleinsten Teil aller Emissionen. Dies macht die Statistik des Umweltbundesamtes deutlich. In der Mineralölwirtschaft beklagt man deshalb, dass mit Kanonen auf Spatzen geschossen werden soll. Wäre der Kohlekasten im Auto nicht sinnvoller als der Saugrüssel an der Tankstelle? Der Kohlekasten im Auto ist sicherlich die optimale Lösung, weil nur 3% zum Beispiel des Benzols an der Tankstelle emittiert werden. Das Hauptproblem ist der Betrieb des Autos. Und beim Benzol wissen wir, mehr als 1000 Todesfälle sind dem Autobetrieb zuzurechnen. Und deswegen muss einer Tankstellenlösung die autoseitige Lösung folgen. Tankstellen können rascher umgebaut werden als Autos. Auch ist die Zustimmung der EG dafür nicht erforderlich. Deshalb bevorzugt das Bundesumweltministerium die Tankstellenlösung. Sie kostet pro Station über 60.000 Mark. Service an Tankstellen wird künftig dann wohl wieder gefragter werden. Doch tanken mit Bedienung ist teurer. Der Umweltschutz muss allerdings so oder so vom Autofahrer bezahlt werden. Bitte schön. 30,57. Im Gespräch ist ein zusätzlicher Tankstellenpfennig pro Liter Benzin. Bis zur endgültigen Entscheidung sollen noch verbesserte Gasrückführungssysteme getestet werden. Wenn sich Bund und Länder für die Umrüstung der Tankstellen, die USA aber für den Kohlekanister im Auto entscheiden sollten, müssen deutsche Autos für den Export in die USA natürlich entsprechend ausgestattet werden. Als Beispiel für den deutschen Markt. Ein ganz leeres Studio bei Wieso ungewöhnlich, liebe Zuschauer. Denn Sie wissen, im Allgemeinen versuchen wir, Ihnen die einzelnen Themen angemessen verpackt zu präsentieren. Wie wichtig die Verpackung ist, wissen alle Hersteller von Markenartikeln. Das erkennen aber auch immer mehr Leute, die anderen durch ein Geschenk Freude bereiten wollen, sei es privat oder geschäftlich. Doch nicht jeder beherrscht die hohe Kunst des Verpackens. Aber wir leben schließlich in einer arbeitsteiligen Gesellschaft, wo es für alles Spezialisten gibt und in einer Marktwirtschaft, wo keine Angebotslücke auf die Dauer unentdeckt bleibt. Brigitte Weining betrachtet eine neue Blüte des Dienstleistungsgewerbes. Zur Hochzeit ein Geldgeschenk. Wer möchte das noch in einem Briefumschlag überreichen? In Tortenstückchen verpackt, sieht's schön und auch liebevoll aus. Für immer mehr Menschen zählt nicht nur das Geschenk allein. Auf die Verpackung kommt es ebenfalls an, denn die zeigt, der Schenkende hat sich Mühe gemacht oder wenigstens andere bemüht. Maßen glimpflich abgegangen und ich muss nur sagen, also dass ich das Verhalten der Bank überhaupt nicht verstehen kann. Wir sind hingefahren und haben mit der Bank verhandelt, dass wir eine Ratenzahlung vornehmen konnten, um diesen Betrag abzuzahlen, was die Bank ganz konsequent ablehnte.
falls wir den Betrag nicht auf einmal zahlen würden, dass sie dann die Zwangsvollstreckung vornehmen würden. Gebürgt und für zu leicht befunden. Doch mitunter wiegen in den Augen von Richtern die Gründe schwerer, die zugunsten eines beklagten Bürgen sprechen. So wiesen die Richter am Oberlandesgericht Stuttgart die Klage eines Inkassobüros gegen eine junge Frau ab. Ein Vertrag sei nichtig, in dem sich jemand zur Übertragung seines künftigen Vermögens verpflichtet, wie im entschiedenen Fall. Ausgangssituation: Die junge Frau ist arbeitslos und hat ein kleines Kind. Eingeklagter Kreditbetrag 24.000 D-Mark. Müsste sie den Betrag in dieser Situation abzahlen, könnte sie als Bürgin zunächst nicht verhindern, dass sich die Schuldenspirale zu drehen beginnt. Doch auch wenn sie wieder Arbeit fände, änderte sich das nicht. Angenommen, sie verdiente seit Anfang 1989 monatlich 1.400 D-Mark, das höchste, was sie jemals verdiente, würden ihr monatlich 150 D-Mark gepfändet. 360 D-Mark betragen aber allein schon die monatlich auflaufenden Zinsen. Erst 1995, bei Volljährigkeit ihres Kindes, wäre ein Betrag pfändbar, der diese Zinsen übersteigt. Nach 28 Jahren, im Jahr 2023 also, wären die Zinsrückstände endlich getilgt. Wenn die Schuldenspirale zum Stillstand kommt, ist die Bürgin 67 Jahre alt. Die Zinsrückstände wären getilgt, aber der ursprüngliche Kreditbetrag aus 1989 bestünde immer noch, 24.000 D-Mark. Wir haben darauf hingewiesen, dass schon im Quelltext aller Menschenrechte, die ja auch Gegenstand unserer Verfassung sind, im Quelltext aller Menschenrechte, nämlich in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, das Leben, die Freiheit und das Streben nach dem Glück, also die Hoffnung, unveräußerlich sind. Wenn es aber rechtens wäre, dann würden diese Menschen als Mitschuldner oder Bürgen ja jede Hoffnung für den Rest ihres Lebens fallen lassen müssen. Und deshalb meine ich, dass über diese Fragen letztendlich das Verfassungsgericht wird entscheiden müssen. Dieses Urteil wurde gefällt im Namen des Volkes. Und danach auch dieses zum gleichen Fall. Doch zwischen beiden liegen Welten. Denn am vergangenen Donnerstag hob der Bundesgerichtshof hier in Karlsruhe das Urteil des Stuttgarter Oberlandesgerichts auf. Die Bürgschaft, die junge Frau für einen Kredit ihres Freundes übernahm, ist wirksam, obwohl sie sich dadurch zu lebenslangen Zahlungen verpflichtete. Dass jemand im Rahmen einer Bürgschaft eine unbeschränkte Vermögenshaftung übernimmt, verstößt nach Ansicht der Bundesrichter nicht gegen das Grundgesetz. Der Menschenwürde, der freien Entfaltung der Persönlichkeit und dem sozialen Schutz trügen die Regelungen des Pfändungsschutzes bereits hinreichend Rechnung. Doch wie weit sind die Richter schon von der Wirklichkeit entfernt, wenn sie in Sachen Bürgschaft nicht mehr unterscheiden zwischen in Gelddingen unerfahrenen Bankkunden und juristisch spezialisierten Bankiers? Wie sagte doch einer der richterlichen Beisitzer während der Verhandlung: Wer bürgt, wird erwürgt. Die jüngsten Bürgschaftsurteile des Bundesgerichtshofs sind für die Betroffenen hart, sehr hart. Sie bedeuten, dass ein Bürge sein lebenslang erzielbares Einkommen mehr oder weniger an eine Bank verpfänden muss. Und dies nur aus dem Grunde, dass er nicht genug Geld hat, die verbürgte Schuld eines anderen abzutragen. Deshalb kann man vor einer Bürgschaftsübernahme nur warnen. Die erste Warnung: Gehen Sie nicht vorschnell darauf ein, für einen Kredit zu bürgen, auch wenn es sich um Verwandte oder Freunde handelt. Überlegen Sie es sich gründlich und sorgfältig. Die bei Banken und Sparkassen üblichen Bürgschaftsformulare sind undurchsichtig und voller Fußangeln. Denn wenn es schief geht, heißt es vielleicht erst nach Jahren zahlen. Und ein Bürger hat dann schlechte Karten, bei Gericht ebenso wie bei der Bank. Das ist die zweite Warnung. Die Banken sind grundsätzlich nicht verpflichtet, den Bürgen zu warnen. Als Bürge können sie sich im Ernstfall also nicht damit herausreden, sie seien nicht auf den Umfang des Bürgschaftsrisikos hingewiesen worden oder sie hätten über die tatsächliche Vermögenslage dessen nicht Bescheid gewusst, für den sie gebürgt haben. Der Bürger soll also genau so oder besser Bescheid wissen als die Bank. Die Bundesrichter in Karlsruhe meinen sogar, dass die Bank davon ausgehen könne, dass sie als Bürger Bescheid wissen. Vor allem auch darüber, dass sie aus der Bürgschaft in Anspruch genommen werden könnten. Deshalb als dritte Warnung: Denken Sie nicht, dass Sie vom Geldinstitut auf dem Laufenden gehalten werden, was die Abwicklung des Kredits anlangt.
Als Bürger riskieren Sie im Ernstfall, für eine weit höhere Summe gerade stehen zu müssen, als Sie angenommen haben. Denn üblicherweise geht die Bürgschaft über den reinen Kreditbetrag hinaus. Sie umfasst auch Zinsen, Provisionen und sonstige Kosten. Deshalb die vierte Warnung. Übernehmen Sie niemals eine sogenannte Blankobürgschaft, bei der erst nachträglich der Betrag eingesetzt wird. Vereinbaren Sie, wenn es denn schon sein soll, vielmehr eine Höchstbetragsbürgschaft, die sich zusammensetzt aus dem Kredit und einem Minimum an Zinsen und sonstigen Kosten. Oder beschränken Sie die Bürgschaft durch zeitliche Befristung. Trotzdem Achtung! Es gibt Vertragsklauseln, durch die diese Vereinbarung wieder hinfällig gemacht werden könnte. Als Bürger sollten Sie nicht erwarten, dass sich die Bank immer erst an den säumigen Kreditnehmer hält. Das ist in der Praxis leider nur selten der Fall. Daher soll die fünfte Warnung sein: Achten Sie auf das Kleingedruckte, besonders auf den Paragraphen 771 des Bürgerlichen Gesetzbuches. Wenn der im Bürgschaftsvertrag auftaucht, durchstreichen. Erst dann muss sich die Bank zunächst an den Hauptschuldner halten. Haben Sie den 771 nicht durchgestrichen, kann es teuer werden. Keine Chance, vor Gericht durchzukommen, haben Sie selbst als mittelloser Bürger. Im Gegenteil. Und dies ist die sechste Warnung. Weder das Alter, beispielsweise mit 18 gerade volljährig geworden und finanziell unerfahren, noch die eigene Zahlungsunfähigkeit schützen den Bürgern vor der Inanspruchnahme. Und bedenken Sie bei allem noch dies. Sie können eine Bürgschaft nicht einseitig kündigen. Da haben der Kreditnehmer und natürlich die Bank ein Wörtchen mitzureden. Außerdem wirkt so eine Kündigung nur für den Zukunftsfall. Sie haften als Bürger für die Schulden weiter, die bis zum Inkrafttreten der Kündigung bestanden. Wie immer gibt es diese Hinweise die ganze Woche übers Telefon. Die Nummer 06131 7073. 06131 7073. Und im ZDF Videotexttafel 391. Ja, für eine für alle tragbare Lösung kann wohl nur dann gefunden werden, wenn der Gesetzgeber hier eingreift. Und der ist jetzt aufgerufen. Damit verabschieden wir uns für heute. Nächste WISO-Sendung wegen Ostern erst in 14 Tagen. Zwei Themen kann ich Ihnen aber jetzt schon verraten. Wir berichten darüber, wie der Katalysator für alle Neuwagen durchgesetzt werden soll. Und beim WISO-Tipp geht es darum, wie Sie Bankgebühren sparen können. Zum Beispiel, wenn Sie ein Depot für Wertpapiere unterhalten. Guten Abend.